Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 2.1 ohne Gräben. Ich guck gerade nochmal, wahrscheinlich hat sich durch die neue Aufnahmesession, durchs Laden des Spielstandes wieder die Position der Ultima minimal verändert. Und deshalb funktioniert das mit dem automatischen Abladen nicht, deshalb beobachte ich das hier jetzt gerade mal. Ja, der Klaas Axion hat wieder durchdrehende Reifen, das war ja klar. Geht mir so auf den Keks. Das werden wir auch nicht mehr machen. Die Trailer werden wir auch verkaufen. Wenn, dann machen wir es in Zukunft mit Quaderballen. Ja, müssen wir mal gucken. Apropos, wie geht's eigentlich unseren Viechern? Den Kühen, die haben fast kein Wasser mehr. Die Schweine haben fast gar nichts mehr. Okay, müssen wir uns drum kümmern. Nicht jetzt, aber bald. Erstmal gucken wir hier zu, wie das hier funktioniert oder wie das nicht funktioniert. Sagte ich schon, heute Abend kein Livestream. Das Wochenende nicht. Ja. Noch mal wieder Mischfutter hier abholen. Lager ist auch voll. So, und jetzt wird er gleich Probleme haben. Ich habe natürlich auch einen riesen Fehler begangen. Ich habe mir diese ganzen Halbkurse nicht gespeichert. Beziehungsweise ich habe sie wieder gelöscht. Ich Idiot. Also welchen ich noch habe, ist von hier vorne zur Ultima und das war's. Aber ich habe jetzt nicht den Weg bis hierher gespeichert, weil ich muss dann ja vielleicht auch irgendwann mal auf ein anderes Lager zugreifen hier. Und das funktioniert dann ja nicht mehr. Naja, egal. Mein Fehler. So, und das funktioniert jetzt gleich nicht und deshalb laden wir ihn manuell ab. Das war auch ein berechtigter Kritikpunkt aus der Community. Ich hätte dann das Abstellen der Ultima per Cosplay machen sollen, weil dann steht sie jedes Mal gleich und wenn sie dann mal verschoben ist, brauche ich im Prinzip nur den Cosplay-Kurs neu starten. Vollkommen richtig, vollkommen berechtigt, der Einwand. Presst sie denn? Ja, sie presst. Ja, vollkommen berechtigt. Mein Fehler. Meine Schuld. Nicht aufgepasst. So. Fahrer einstellen. Und ich will nur mal gucken, wie viele Ballen wir jetzt hier schon drin haben. Wie viele Grasballen. Wo wir ja gar nicht viel Aufwand mit haben. 187 Grasballen. 500, 500, 17, 470 und 442. Wahnsinn. 500, 970, 1300, 1412 Strohballen haben wir hier allein in den drei Lagern. Krass.
schön dreckig. Ganz schön dreckig. So, was machen wir? Auch hier kam ein berechtigter Einwand, ob ich denn nicht hier einfach, ob ich mir nicht sowieso das Pelletlager auch noch lager für Leerpaletten und für Obst und so, fürs Gemüse bauen will. Ja, kann man machen. Stimmt. Gar nicht so eine doofe Idee, ganz klar. Gar nicht so eine doofe Idee. Scheitert im Moment daran, dass ich da gar keine Zeit für habe, weil ich im Moment ja noch mit dem hier mit dem Fahrzeugprojekt zugange bin. Aber es wäre noch eine Maßnahme. Ich bin sowieso am Überlegen, ob ich nicht mir da was Spezielles bastel. Ob ich das wirklich mache, das erzähle ich euch dann später. Wenn es denn wirklich soweit sein sollte, dass ich es umbaue oder dass ich es herstelle. Im Moment eher nicht. Aber, also ich habe da eine Idee, was ich machen könnte, was auch gar nicht so schwierig ist und gar nicht so viel Platz und vor allem Zeit erfordert. Aber ob ich das dann wirklich durchziehe, das weiß ich noch nicht. So, und was ich jetzt mache, ist, ich komme jetzt hier meinem komischen Dingens da zur Hilfe. Meinem Ballensammler da unten. Kürzt das Leid mal ab. Ach man. Ja, ist noch nicht so. Drehschemel bin ich natürlich gelenkiger, ne? Wahrscheinlich. Als mit dem hier jetzt. Vielleicht jetzt nicht so die beste Idee, hier durchzufahren. Vor allem nicht, wenn da mein Unimog noch im Weg steht. Aber doch, wir kommen durch. Ja, ich wollte das ja eigentlich vermeiden, aber das wird sich jetzt, kriege ich jetzt nicht mehr hin. Für nächstes Mal weiß ich, wie ich das mache, aber so schnell brauche ich jetzt auch keine Ballen mehr pressen. Wir haben ja alles. Und ich helfe ihm jetzt einfach mal, weil ich hier doch eine Menge mehr Ballen mitkriege als er. Und ich da ein bisschen auch flexibler bin, was die Fahrt angeht, weil ich nicht stumpf nach Cosplay fahre. Vorne sind nur 1,50 Ballen bei, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Ich fahre da einfach mal lang. Ja. Da sind 1,50 Ballen. Da ist 1,30. 1,50. Das ist auch schon 1,30 gewesen. Weil der andere kriegt 8 Stück mit pro Arbeitsgang und ich habe jetzt hier schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ich habe schon jetzt schon doppelt so viel drauf. 18, 20, 44 Stück kriege ich dann insgesamt mit. Vorne und hinten zusammengerechnet. Okay.
Ja, ich, wie gesagt, den Autoload-Bereich muss ich noch etwas vergrößern. Vorne fährt er und sammelt rein säuberlich. Ja, der Autoload-Bereich ist definitiv noch zu klein. Ich muss zu dicht an die Fahrzeuge ranfahren, aber er hat wieder 8 Stück eingesammelt. Also, was will man sagen? Es funktioniert. Es dauert nur ewig. Gut, ist eigentlich auch egal, wie lange es dauert, weil er es ja unbeaufsichtigt machen soll, aber genau das klappt ja noch nicht so ganz. So. Ja, 2 Stück kriegen wir noch. Und dann sind wir voll. Entschuldigung. Los, komm. Dazu. Oh, der klingt ja sogar vernünftig. Cool ist das ja, ne? Also ist sogar richtig cool, finde ich, dass das so funktioniert. Aber wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Und Ballenheu haben wir keine drin. 355 Silageballen, 128 Strohballen und 353 Grasballen. Ja. Krass. Zweieinhalb Millionen Einnahmen Ernte. Das war Bierverkauf. Krass. Jetzt können wir uns bald Feld 45 kaufen. Ja,
aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, heute Abend kein Livestream, morgen Abend auch nicht, Sonntag auch nicht. Nächstes Wochenende wieder, da gibt es wieder Livestreams. Schaut doch rein, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Würde mich freuen, wenn ihr dann in die Kommentare schreibt, warum, was euch nicht gefallen hat. Danke auch immer für eure ganzen Ideen und Vorschläge und so. Das ist echt großartig, diese Community, diese gegenseitigen Tipps und Tricks. Auch, dass ihr mir dann mal sagt, wenn ich mal wieder hier irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Schon echt ganz großes Kino, was da läuft. Ich finde das echt klasse, bin echt stolz und dankbar. Dankbar vor allem. Und, ach so, nicht vergessen, ne? Wenn wir 1000 Abonnenten erreicht haben, gibt es einen 10 Stunden Livestream. Nicht jetzt direkt an dem Tag, wo wir die erreichen, sondern danach dann irgendwie. Dann aber zum nächsten passenden Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Also, was weiß ich, wenn wir die Dienstags erreichen, dann würde ich dann irgendwie, was weiß ich, und ich an dem Samstag danach da bin, oder den Freitag, ne, den Freitag nicht, aber den Samstag danach würde ich dann sagen, komm, ich starte jetzt mal einen 10 Stunden Livestream, der dann irgendwann mittags anfängt und nachts aufhört. Ja, dass wir dann uns da klar verstehen. Nicht, dass ich jetzt hier falsche Hoffnungen geweckt habe. So, wieso nimmt der hinten nichts mit? Weil Autoload aus war oder wie? Einfach zu weit weg war von den Ballen. Muss echt extrem nah ranfahren. Es muss noch ein bisschen größer werden, der Autoload-Bereich. Das gefällt mir noch nicht. Das ist mir noch echt viel zu klein. Gut, ich will euch hier nicht weiter nerven. Das war es erstmal für heute. Ich verabschiede mich und sage ciao.